So Leute, willkommen zurück zu Guacamelee Super Ultra Mega Edition. Keine Ahnung, wie die lautet. Wir sind hier noch immer im Wald und da oben kommen wir nicht hin, aber wieso ist da eine Tür? Weil wir ja Westerbuch das Spiel bereits durchgespielt auf dem PC und da war an der Stelle aber keine Tür. Daran würde ich mich erinnern. Oh, ein Huhn, hey Hühnchen, was sagst du? Bock, mein Kumpel, verwende L2. Das ist kein Huhn. Verwende L2 oder den rechten Analogstick, um durch die Nägel zu rollen. Eine geile Sache. Bock. Ja, ich sollte das nochmal lernen mit den Tierimitationen. Wie gesagt, ich habe ja die PC-Version gespielt und da war das halt anders. Da war keine Tür, sondern so eine Kiste. Aber, keine Ahnung, irgendwie ist die jetzt nicht da. Aber gut, auf dem PC habe ich auch die Gold Edition gespielt und nicht diese Super Ultra Hyper Turbo Deluxe Version oder wie auch immer die heißt. Deswegen kann es sein, dass sich da was geändert hat oder vielleicht liegt es halt auch am Plan, dass ich jetzt die PlayStation 4 Version spiele. Weil zum Beispiel in meiner PC Version, also für Steam, gab es auch diese Lebensbalken nicht und die verwirren mich auch so ein bisschen, muss ich sagen. Genauso sehr wie diese ganzen Anzeigen da oben, so von wegen Player 2 drücke X, um mitzuspielen, Player 3 und so weiter und so fort. Aber gut, da muss ich mich erstmal ein bisschen dran gewöhnen und dann wird das schon. Aber keine Ahnung, ich weiß ja nicht. Eine Piñata, yay! Und was ist. Hä, was ist das für eine Münze? Wo. Hä? Was ist das für eine Münze und wieso. Ich kenne die Münzen auch nicht. Wie gesagt, es kann sein, dass in dieser Super Ultra Edition sind im Vergleich zu der Gold Edition ein paar Dinge dazugekommen. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau was. Ich wollte eigentlich zu diesem Spiel auch einen 100% Run machen. Aber wenn ich halt nicht weiß, was da Neues dazugekommen ist, dann die Tür. Hier müsste auch eine Kiste sein und nicht so eine Tür. Was hat's mit den Türen auf sich? Komme ich da denn rein irgendwie? Das checke ich jetzt gerade nicht. Hey, du Ziege, was machst du so? Oh, woher kennt man das? Woher kennt man das? Aus welchem Spiel? Ihr dürft einmal raten. So, machen wir es mal kaputt und dann bekommen wir was Schönes. Was? Du verrückter Luchador! Eine sprechende Ziege, das ist verrückt. Warum zerstörst du denn meine Chozo-Statue? Ay caramba, Mann! Ich habe nur noch etwa 15 davon übrig. Typisch Luchador. Zuerst zuschlagen und niemals Fragen stellen. Oh, hey! Schau, ich bin der große Huai Chivo, Fürst aller Ziegenmenschen, außergewöhnlicher Kriegerausbilder und König der bockbeinigen Strafen. Nun, bevor wir beginnen, sag mir, ist deine Mutter Single? Hat sie einen Kerl? Steht sie auf böse Jungs? Ah, wie cool. Erkläre mir, wie du hierher gelangt bist und halte dich nicht zu kurz. Insbesondere nicht darüber, wie du zu dieser Maske gekommen bist. Okay, wir erzählen ihm mal die Geschichte. Galaka, der Tempel, die Tochter von El Presidente und Jaguar Javier, meine ehemaligen Schüler, excuse me. Ich werde deine Mutter einfach um ein Date bitten, nachdem wir die Welt gerettet haben. Zuerst müssen wir dir in die Künste eines wahren Luchadors einweisen. Die Statue, die du gerade zerbrochen hast, enthielt eine magische Kraft, den Hahnen-Uppercut. Drücke nach oben und die Kreistaste, um diesen mächtigen Move auszuführen. Mit diesem Move kannst du die roten Blöcke zerstören und kannst ihn sogar in die Luft ausführen. Sei jedoch vorsichtig, wenn du ihn zu oft einsetzt, bis du dich in eine Weile erschöpft. Okay. Du arbeitest an diesem Move, Bürschchen. Wenn es dich nicht umbringt, werden wir deine Ausbildung beim nächsten Treffen fortsetzen. Yay! Und damit haben wir den Rooster Uppercut oder Hahnen Uppercut. Gut, den kann ich gleich mal zeigen. Und ihr seht links oben ist neben der Lebensanzeige noch so eine Ausdaueranzeige erschienen. Oh, da oben ist gleich mal was. Kann ich denn jetzt irgendwas? Weil ich kenne die Tür nicht, ich weiß nicht, wie man durch die Tür kommt. Normalerweise müsste hier eigentlich eine Truhe sein, aber die ist da einfach nicht.
So, deswegen schauen wir mal, ob wir hier hochkommen. Perfektissimo. Sehr schön, schon mal ein kleines Secret hier entdeckt. Wir müssen uns erstmal wieder ein bisschen aufladen, damit wir hier hochkommen. Und hier hätten wir dann auch schon eine weitere Truhe. Die bringt uns einen Totenschädel, beziehungsweise einen Teil eines Totenschädels. Und wenn wir davon dann 3 Stück haben, dann wird unsere Ausdaueranzeige erhöht. Das, ja, wollte ich mal gesagt haben. So, also ihr seht schon, ziemlich viele skurrile Gestalten gibt es hier auch. Dadurch diesen blauen Block kommen wir momentan noch nicht. Betonung auf momentan. War ich schon unten? Ah ja, von unten komme ich doch. Schauen wir kurz auf die Karte. Gab es da unten noch irgendwas, was ich holen konnte? Nee, ich glaube momentan nicht. Nee. Okay, aber diese Türen, die verwirren mich. Hat irgendjemand von euch diese Super Duper Edition gespielt? Werden einem die Türen noch erklärt oder... Was hat's mit denen auf sich? Weil wie gesagt, eigentlich müsste da an dieser Stelle so ein Dingensbummel sein. So eine Truhe. Aber die war da einfach nicht. Gut, vielleicht wird sie. Und hier sollte eigentlich auch eine Truhe sein. Hä, was denn los? Liegt's. Ich glaube, es liegt echt an dieser Super Ultra Edition. Vielleicht wurden die Truhen ein bisschen anders gesetzt, damit Leute, die das Spiel bereits kennen, es nicht zu einfach haben, könnte ich mir vorstellen. Aber gut, eigentlich wollte ich, wie gesagt, so einen 100% Run machen. Mal schauen, ob da noch was draus wird, weil ich weiß halt, wo die ganzen Truhen und so bei der Gold Edition sind. Aber bei dieser Super Ultra Turbo Championship Edition, da weiß ich es leider noch nicht. Und ich weiß, wie gesagt, auch nicht, was hier noch zusätzlich dazu gekommen ist. Denn es ist irgendwas dazu gekommen. Und das... Ja. Hä? Okay, da kommen erstmal die Pflanzen. Die sind eigentlich ganz böse. Also, nee, die sind gar nicht. Also, doch, sie sind halt alle böse, weil da halt alle gegen. Ja, ich weiß, dass ich hier hoch kann. Ist ja gut. So. Und ich kann sie auch hoch in die Lüfte schleudern und dann ein paar Kombos ausführen. Jetzt am Anfang, wie gesagt, ist momentan noch alles easy peasy. Aber später wird das dann auch noch durchaus ziemlich anspruchsvoll. Oh, da hat er mich gleich mal K.O. geschlagen. Aber er hat mich geschlagen, der böse Skeletor. Er ist kein Skeletor, sondern El Skeletanier. So, wisst ihr vielleicht auch, wie ich diese Anzeige da oben wegkriege? Da mit diesem 2-Player, 3-Player. Weil die nervt echt so ein bisschen. Nochmal eine Pinata. Und nochmal so eine Münze. Wofür sind die Münzen denn da? Gut, also das Spiel wird nicht nur von der Story her jetzt auch ein bisschen blind für mich sein, sondern auch was die Münzen angeht und diese Türen, weil... Ja, da habe ich echt absolut keinen blassen Schimmer. Was diese unsichtbaren Dinger hier auf sich haben, das weiß ich hingegen. Von dem her, können wir uns einen neuen Move vielleicht kaufen? Ja komm, ein Stück Gesundheit, dann haben wir schon den Herzcontainer voll und wir bekommen ein bisschen mehr Gesundheit. Aber auch wirklich nur ein bisschen, okay. Ich dachte, das wäre eigentlich ein bisschen mehr, aber gut, ein bisschen und so weiter und so fort. So. Einfach alles schön wegkloppen. Das ist kein Problem. Ich habe das Spiel auch schon auf einem schwierigen Schwierigkeitsgrad durchgespielt, halt auf dem PC. Weil das muss man halt machen, um alle Achievements zu bekommen. Und ich weiß nicht, ich hatte irgendwie Bock, alle Achievements zu bekommen. Und da gab es teilweise echt richtig, richtig schwere Stellen. Also wirklich schwere Stellen. Da saß ich teilweise auch ein paar Minütchen dran, muss ich sagen. Aber, oh, ich bin tadellos, das wollte ich mal gesagt haben. Aber was ich sagen wollte ist, aber das Gute, wir sind in Santa Lucita angekommen. Sehr gut, die nächste Stadt, die auf uns wartet. Aber das Gute in diesem Spiel ist, oder was heißt das Gute? Man kann halt in diesem Spiel nicht sterben. Die Herausforderung liegt halt darin, dass die Gegner halt herausfordernd sind. Gerade sind Skelette durch die Stadt gerannt und sie trugen ein Mädchen. Sie brachten sie hoch auf den Hügeln und liefen westwärts davon. An diesem Dia de los Muertos haben sich die Toten wirklich erhoben. Ich verstecke mich im Wald. Da ist es sicher, nicht wahr? Wer weiß. Oh ja, willkommen in Santa Lucita. Du siehst aus, als könntest du auf dich selbst aufpassen, Luchador. Die Leute hier brauchen deine Hilfe. Nur keine Scheu, du bist ein Held. Das ist dein Job. Stimmt's? Ja, Held in Ausbildung, sagen wir es mal so. Hier hätten wir Player Uno, das sind ja wir. Hey, ho. So, was gibt's hier in dieser Hütte? Nichts. Einfach nur eine Unordnung. Gut,
wie es aussieht. Wie gesagt, kann ich dieses Spiel jetzt auch... Oh, eine Pinata. Yay. Kennt ihr das Spiel? Viva Pinata. Habe ich mal gespielt. Ist ganz cool. So. Ich war einst ein Luchador. Du bist wie ich, als ich in deinem Alter war. Hässlich? Hat er mich gerade beleidigt? Wollte damit sagen, dass ich hässlich bin? So, hier kommen wir, wie es aussieht, auch noch nicht durch. Und hier ist noch ein Hühnchen. Mit dem will ich später ein Hühnchen rapfen. Ich komme gerade von der Farm mit diesem Frischkäse. Den frischsten im ganzen Land. Ja, da ist bestimmt ziemlich frisch, der Frischkäse. Sonst würde er... Oh, hier können wir zwar bereits lang, aber da wollen wir noch nicht lang. Denn, wir brauchen noch ein paar Sachen, um hier wirklich weiterkommen zu können. Aha, hier, Tag Team. Los Super Hermanos. Excuse-moi. So, Gerüchten zufolge ist Kalaka mit seinen Schergen aus der Totenwelt gekommen. Wie kann das sein? Ja, es war das Fest der Toten und so ist er halt wieder zurückgekommen. So, was gibt's hier? Angry Rooster. Worauf das wohl eine Anspielung ist. Also wie ihr seht, ja, ich hab's schon mal gesagt, jede Menge Anspielungen, das finde ich echt schön. Es war schrecklich. Eine Bande Skelettos stürmte in die Stadt. Irgendein armes Mädchen bei sich. Sie wollten zum Regentempel oben auf dem Hügel westlich der Stadt. Was willst du denn? Unser Compañero de Banda ist verschwunden. Señor, du musst uns helfen, ihn zu finden. Por favor. Okay, da haben wir schon die nächste Nähmission erhalten. Wir müssen so einen Musiker finden. Es geht doch nichts über eine meiner frisch gerollten Tortillas. Mexikanisches Essen stellt mir mega gut vor. Der große Hühnerdieb terrorisiert Santa Lucita schon seit Jahren. Jedem hier wurde bereits kleine Dinge aus dem Haus gestohlen. Was machen die da? Was machen die dann? Käferkampf? Na gut. Angry Rooster hier nochmal. Wie gesagt, mexikanisches Essen stelle ich mir mega lecker vor, aber ich mag es nicht, wenn so in meinem Essen so kleine Stückchen sind. Entweder kleine Tomaten oder kleine Paprika und in mexikanischem Essen sind entweder immer Tomaten oder Paprika drin oder halt beides. Aber mexikanisches Essen ohne eins von den beiden gibt's eigentlich fast gar nicht. So, sie hat auch eine Zusatzaufgabe. Mein Bruder hat die schlechte Angewohnheit, sich in unmögliche Situationen zu bringen. Das ist wirklich beschämend für unsere Familie. Er ist schon wieder verschwunden, aber er kann nicht weit sein. Ich schwöre, dass ich ihn höre. Sag mir Bescheid, wenn du ihn findest. Ist dein Bruder vielleicht das Huhn dort drüben? Wer weiß, der Preis ist heiß. So, hier werden auch ein paar sehr böse Gesellen gesucht, nämlich Jaguar Javier und Flameface. Ja. Oh, hey Mütterchen, was gibt's? Ich bin verzweifelt, meine Küche ist leer. Ich habe noch nicht alle Zutaten für meine Spezialität La Gran Enchilada. Bitte, oder Enchilada? Ich glaube Enchilada, oder? Ich weiß nicht mehr. Egal. Bitte, Senor, wenn du etwas Käse findest, bring ihn zu mir. Wenn du die Bohnen findest, bring sie zu mir. Wie sollen wir die perfekte Chilis finden? Die Tortillas sind die letzte Zutat, versprochen. Also wir brauchen 4 Zutaten. Ich weiß schon, wo alle Zutaten sind. Da wir aber noch nicht alle bekommen... Hey, was? Hey, langsam. Wo willst du hin? Willst du dich umbringen lassen? Du musst zum großen, edlen, schönen, gütigen, weisen, unwiderstehlichen, schlangentötenden Kombohuhn. Es ist wieder da. Es kann dir beibringen, was du zum Betreten des Tempels brauchst. Oh, das Kombohuhn. Interessant, interessant. Was gibt's hier? Bohnen? Für den Koch? Natürlich, nehmen sie. Ich habe noch viel mehr da, wo die herkommen. Oh. Jetzt wollte ich eigentlich die... Ja, okay, komm, dann nehmen wir schon mal ein paar Zutaten. Oh, Hühner. Wo waren nochmal die anderen? Nee, das mit der Tochter wollte ich noch nicht. Aber die hatte doch Tacos, genau, oder? Hier, die gibt uns... Sehr schön, nee, nicht Tacos, sondern Tortillas. So, dann holen wir uns noch den Frischkäse. Der war, glaube ich, hier unten bei... wo war das nochmal? Wo war der Frischkäse nochmal? Auch bei einer jungen Dame. Hier, glaube ich, oder? Hier links war die. Nee. Wo war die nochmal mit dem Frischkäse? Ist ja eigentlich im Endeffekt egal, weil wie gesagt, momentan können wir noch nicht die Zutatenliste vervollständigen.
Aber das wird noch, das wird... Oder war das die mit dem Frischkäse? Nee, das war nicht die mit dem Frischkäse. Wer war das mit dem Frischkäse? Hier, ich bin von hier unten gekommen. Ah, hier hätten wir noch eine Truhe, sehr gut. Die wollte ich natürlich unbedingt haben. Nee, hier war der Frischkäse, ne? Hier war der Frischkäse. Nee. Hä? Verdammte Axt, ich dachte, ich wüsste, wo das ganze Zeug ist. Aber wie es aussieht, habe ich mich geirrt. So, aber nee, hier irgendwo muss es doch sein. Egal im Endeffekt. Ja, komm, gehen wir wieder hoch. Ich würde ganz gern zum Kombo-Huhn gehen, denn das kann uns ja was beibringen. Habe ich mir sagen lassen von dem anderen Huhn da. So, nee, hier war das nicht. Nee. Wo war das Kombo-Huhn nochmal? Hier oben war das Kombo-Huhn. Hey, was geht mit euch, Luchadors? Was starrst du so? Glaubst du kannst dich über El Baño lustig machen? Das Lachen wird dir vergehen, wenn ich meinen Spezialtrick loslasse. Die Klospülung! Okay, hab schon ein bisschen Angst, meine Freunde. Aber wir müssen keine Angst haben, denn hier ist das Kombo-Huhn. Ah komm, ich wollte es eigentlich für den nächsten Part aufheben. Aber wir machen das schon jetzt. Ich bin das große Kombo-Huhn. Willkommen in meinem Dojo. Wenn du dich Kalaka und den Kräften des Bösen stellen willst, musst du noch viel lernen. Beginnen wir mit der einfachen Dreischlag-Kombo. Poncho, begrüße den Luchador. Was? Ja. Du wirst bezahlt gleich nach der Demonstration. Gut, leg los. So, hier hätten wir den Poncho oder Poncho, wie auch immer. Und wir müssen hier einfach unsere Kombos lernen. Fängt ganz einfach an, gar nicht übel. Die einfache Dreischlag-Kombo kannst du auch in der Luft ausführen. Weiter geht's, Poncho. Gefahrenzulage? Dieser Nyango, wie auch immer, hier schlägt zu wie ein Miezekätzchen. An die Arbeit jetzt. So, dazu einfach springen und dann nochmal die Dreier-Kombo machen. So, mit nach oben und Viereck führst du den Luchador-Lift aus. Damit kannst du deine Kombo in der Luft fortsetzen. Gut, dann machen wir das doch gleich mal. Zack, zack, zack. Sehr schön, kein Problem. Mit bla 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 bla. Okay, gut, das machen wir auch mal. Oh, ja, gleich mal versaut. Aber kein Problem, wir bekommen nochmal eine Möglichkeit, das zu probieren. Zack, zack, zack. Das geht ziemlich leicht von der Hand. Verbinde jetzt Luchador-Lift und Hähnchenhaken zu einer mächtigen Combo. Gut, machen wir das mal. Und zack. Aha. Also, machen wir das mal. Zack und zack, zack, zack. Sehr schön. Die mächtige Combo. Ausgezeichnet. War das nicht einfach? Vögel? Die im Zimmerflur rumfliegen, wie kannst du nur über meine Flugunfähigkeit spotten? Nach allem, was ich für dich getan habe, verschwende! Sorge dich nicht um ihn, er ist ziemlich melodramatisch. Du scheinst bereit zu sein für deine künftigen Herausforderungen. Kalakas Bande, so er wollte zum Tempel. Einige Leute hörten sie von einer dunklen Zeremonie sprechen. Beeile dich lieber, wenn du sie aufhalten willst. Oh, und komm wieder zu mir zum Trainieren. Oder bist du ein feiges Huhn? Haha. So, okay. Sehr gut, das will ich natürlich nicht. Aber das reicht jetzt erst einmal mit dem Hühnertraining. Das reicht auch für diesen Part. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ihr seht, es erwartet uns hier Call Now, Lucha Line. Ruft einfach mal an, wenn ihr mal Sorgen braucht, da Domian ja leider abtritt. Schade. Na gut, egal. Sagen wir, wie euch der Part gefallen hat. Hoffentlich seid ihr im nächsten Part auch dabei. Bis dahin, schönen Tag noch, alles Gute und tschüss.